Nun sind wir hier in unserem Cookhaus. Das Mikrokeramik ist jetzt warm und von mir durchgeschüttelt worden. Und jetzt ist einmal hier der Aufbau. Also hier 10 Liter von dem Öl. Dann haben wir einmal hier 1 Liter Mikrokeramik. Ich habe 2 Dosen vom Oilstop, wobei ich jetzt nur eine Dose brauchen werde. Und dann 2 Liter von dem Differentialöl. Das Ganze werde ich jetzt hier einmal einfüllen. Bevor ich das Ganze aber mache, habe ich mir das so gedacht. Ich habe mir hier eine kleine Glasflasche genommen. Die habe ich hier mal ausgemessen. Das sind einmal hier 50 Milliliter, 100, 150, 200, 250. Und hiermit messe ich jetzt das Mikrokeramik. Das würde ich hier einmal einfüllen und dann fülle ich das hier in die große Kube, sag ich mal, in die große Hülle ein, in den großen Kanister und dann das Ganze dazu und dann haben wir es soweit eigentlich auch vermischt und ab geht's. Geschüttelt ist das eigentlich jetzt ganz gut. Wenn ihr das noch nicht kennt, wie das Mikrokeramik aussieht, ist es immer noch mal hier verschlossen. Von der Konsistenz her ist es jetzt relativ flüssig. Es ist jetzt nicht zähflüssig, wie es vorher war. Es ist immer noch handwarm. Ich würde mal sagen, so gute 35 Grad hat das noch. Und das fülle ich jetzt einfach hier, Platz, hier einfach ein. Dass man so einen Eindruck kriegt, wie das Ganze hier aussieht. Der erste Teil vom Cocktail sind dann ungefähr 200 Liter Mikrokeramik. Dann der zweite Teil wird der Oilstop sein. Zur Menge habe ich gesagt 10% Anteil. 2 Liter von dem Differentialgetriebe kommt hier rein. 10% davon sind natürlich 200 Milliliter. Oilstop 5% oder 3 bis 5%. Ich mache jetzt ungefähr 70 Milliliter werde ich hier reinfüllen. Also nicht irgendwas zwischen den 5 und 3 und 5% wird da reinkommen. So, und dann natürlich jetzt das Differentialöl. Ich hoffe, ich schütte hier nicht so viel rum. Ich habe hier nämlich eine kleine Pappe aufgebaut, weil ich keinen Trichter habe und das Ganze relativ spontan entstanden ist. Machen wir den auf. Aber das Wichtigste ist einfach, dass es auch für euch nachvollziehbar ist. Ach, das ist so eine Tube. Ah, dann bräuchte ich so eine Spritze gar nicht. So, ich habe mich eben gewundert, als ich das Differentialöldose hier aufgemacht habe, dass hier so ein Pinöpel ist, mit dem man das eigentlich dann ganz entspannt reinpumpen kann. Ich habe mir aber eine Handpumpe gekauft zum Drücken, deswegen werde ich das jetzt trotzdem so machen, dass ich das alles hier reinmische. Oder falls es nicht klappen sollte so gut mit der Pumpe, habe ich immer noch die Möglichkeit, das hier wieder raufzuschrauben, das zurückzufüllen, dann habe ich trotzdem meine Mischung fertig und kann das dann alles gemeinsam dann verwenden als fertigen Cocktail. So, ich fülle jetzt einfach nochmal hier den Rest hier in das Mikrokeramik-Zeug ein, um dann gleich nochmal ein bisschen die Durchmischung drin zu haben. Dass nicht zu viel Mikrokeramik hier in dem Glas bleibt. Ich glaube fast der Part hier wird am meisten schmieren, ne? Klingt gut. So, den Rest noch oben drauf. So, und dann werde ich jetzt hier noch vor dem Oilstop ein bisschen über 50 Milliliter gehen. Das Licht aus. Oilstop muss man eigentlich nicht schütteln, mache ich aber trotzdem. Eine Gewohnheit, eine reine Gewohnheitssache. Hat hier auch so einen Nippel drauf. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, das ist eine transparente Flüssigkeit. Ist jetzt ein bisschen über den 50 Millilitern. Verträgt sich natürlich auch in Verbindung mit dem Mikrokeramik und mit allem. Das ist ja auch eine vollsynthetische Komponente. Ich vermenge das nochmal ein bisschen. Der Oilstop ist eigentlich eine reine transparente Flüssigkeit. Und wie gesagt, diese Additive, die den Gummi wieder weich machen, sind in einer
in einer kompletten synthetischen Flüssigkeit, sage ich mal, eingebunden. So, jetzt haben wir hier unseren Kanister. Ich sprühe das Ganze einmal mal ein bisschen durch. Werden mal reinfüllen. Das Differentialöl war auch fast transparent. Und jetzt haben wir eigentlich nur eine weiße Creme. So, dann haben wir soweit das Differentialöl für morgen vorbereitet. Jetzt können wir eigentlich weitermachen mit dem Rohöl. Hier habe ich eben, wie gesagt, schon 1 Liter abgefüllt. Jetzt haben wir hier noch 4 Liter insgesamt von dem Öl drin. Der ist hier noch komplett ungeöffnet mit 5 Litern. Der wird jetzt von mir hier vorbereitet und morgen komplett eingefüllt. Und dann müsste ich morgen keine Gedanken mehr über die Füllmenge machen, sondern einfach ganz konsequent 6,5 Liter Öl auffüllen. Das Wichtige ist immer nur, dass man nicht überfüllt. Also wenn ihr zum Beispiel nur 6 Liter einfüllt oder 5,5, ist es nicht so schlimm, wie wenn ihr 7 oder 7,5 einfüllt. Weil dann ist es immer so, dass der Ölfüllstand den Motor übersteigen kann und damit könnt ihr euch komplett den Motor schrotten. Da ihr es aber auch kennt, dass BMW erst anzeigt, nachdem 1 Liter Öl fehlt, dass ihr nachfüllen müsst, könnt ihr eigentlich auch 5,5 einfüllen. Dann habt ihr nämlich 1 Liter zu wenig und könnt dann nach und nach aufstocken, ohne euch Gedanken machen zu müssen, den Motor zu überfüllen, weil das ist immer deutlich tragischer. Und wenn ihr euch da ein bisschen unsicher seid, wie ihr das Ganze macht, im sichersten Fall haut 5 Liter rein, kippt dann die Additive dazu im 10%igen Anteil, also 600 Milliliter von dem Motorcleaner, 200 Milliliter von dem Oilstop, dann habt ihr da 800 Liter on top gemacht, das heißt, ihr habt 5,8 Liter insgesamt, müssen aber 6,5 rein, das heißt, ihr habt noch ungefähr 700 Milliliter Platz da drin. Und das könnt ihr dann nachträglich hier mit so einer kleinen, gibt es ja auch als Öldose, Liter, ein bisschen auffüllen. Und dann habt ihr auch immer hier eine Skala, auf die mir steht, wie viel ihr noch drin habt. Und dann könnt ihr das ganz entspannt selber machen, ohne die Gefahr zu laufen, dass ihr den Motor überfüllt. Das wäre so ein Punkt, wie man es ganz sicher machen kann. Für mich ist es morgen, ich bereite den hier vor auf meine Füllmenge und dann fülle ich das mit dem hier einfach nur noch auf die Gesamthänge auf. Das heißt, hier hat man ja auch die Skala, aber ein bisschen gröber. 5 Liter, da sind hier 5, hier sind 4 und dann weiß ich, okay, 5 habe ich drin, 6,5 muss ich, also gehe ich bis hier und dann passt das Ganze auch. Und der Trick ist auch, wenn ihr zum Beispiel in eine Firma fahrt und die sagen, ja, Additive und keine Ahnung und wir wissen nicht, wie man das macht und so, dann könnt ihr das theoretisch so vorbereiten und einfach sagen, füll einfach deine 6,5 Liter ein und dann kippt ihr das da rein und dann musst du sich auch keine Gedanken machen, wie die Additive denn jetzt da reinkommen, sondern hast du das alles fertig gemischt. Das ist dann auch ganz einfach für den Mechaniker, weil es gibt immer den einen oder anderen Mechaniker, dem das zu viel Arbeit ist, den ganzen Quatsch hier zu machen. Also könnt ihr es perfekt vorbereiten und jemanden mit an die Hand geben. So, das sind hier meine 4 Liter. Und dann fülle ich jetzt hier in die 4 Liter so auf, dass ich auf meine 600 Milliliter Mikrokeramik komme. Und auf 200 Milliliter vom Oilstop. Diese Dose hier vom Oilstop hat, steht's? Schön mit einer Hand. Ich bin der Meinung, da hier. Hier steht 250 Milliliter. Ungefähr 50 sind jetzt hier ins Differential gekommen. Also kommt jetzt der Rest von der Dose einfach hier rein. Plus eine komplette Dose hier von dem 500 Milliliter Wagner Mikrokeramik. Und dann werde ich hier nochmal 100 Milliliter in meine kleine weiße Dose abfüllen. Hier in die hier. Das auch einfüllen und dann ist das Ding auch schon fertig. Also los geht's. Ne? Oilstop, transparente Flüssigkeit, dass ihr es nochmal seht. Kommt jetzt hier komplett rein. So, dann die zweite Kiste. Mikrokeramik, 500 Milliliter. Ist schon wieder ein bisschen kühler geworden. Die kommen komplett on top. Jetzt seht ihr, sehe ich das auch, jetzt seht ihr den Grund, warum ich das vorher warm gemacht habe. Und zwar, wenn ihr nämlich hier reinleuchtet, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Wenn man jetzt hier reinfilmt, sieht man noch einen ganz kleinen Rest Mikrokeramik auf dem Boden haften, aber nicht mehr wirklich viel. Und das ist der Grund, warum ich das Mikrokeramik warm mache und so viel schüttel. Dann ist das nämlich... Da bleibt so wenig wie möglich dann in dem Boden haften. Falls ihr diesen Anteil aber trotzdem noch rausholen wollt, könnt ihr natürlich so machen, dass ihr ein Stück von hier einfüllt.
das nochmal ordentlich durchschüttelt und dann wieder zurückfüllt. Aber das ist jetzt bei mir so wenig, dass ich das erstmal so hinnehmen kann. Und dann natürlich nochmal 100 Milliliter von dem Mikrokeramik hier in meine Messbüchse. Und das kippe ich hier auch noch rein. Und dann sind wir auch soweit fertig. Das wird natürlich jetzt mal ein bisschen geschüttelt von mir. Und wie ihr seht, die Farbe vom Öl ist aktuell nahezu weiß. Dass ihr auch mal seht, was für ein Anteil von Mikrokeramik hier drin ist. Und dass das Mikrokeramik hier das Öl auch eingefärbt hat. So sieht das Ganze aus, ne? Also es hat eine deutliche andere Verfärbung als... die hier. Schaut euch das mal an. Das ist relativ dunkel, das Öl. Richtung Rehbraun. Das hat eine ganz andere Färbung jetzt. Ist natürlich hier drin auch überdosiert, ne? Brauche ich ja nicht zu verheimlichen. Hier ist jetzt die Menge für meine 6,5 Liter drin, sind aber nur 4 Liter vom Öl drin. Aber so müsst ihr euch vorstellen, ist es trotzdem im gleichen Verhältnis. Wenn ihr in so eine kleine Dose 10% Anteil reinmacht, sieht das genauso aus. Ja, das war es soweit aus meiner Cooking Kitchen hier im Keller. Und so ist das Ganze vorbereitet für morgen. Ich bin gespannt, wie sich das neue Öl in meinem Motor macht, wie das Differential sich ändern wird. Der Oilstop ist auch mit am Start, hat auch seinen guten Dienst geleistet, wird ihn auch weiterleisten. Und dann sehen wir uns morgen wieder, wenn die neuen Reifen drauf sind, und dann gibt es ein kleines Update, was mein Eindruck vom morgigen Ölwechsel sein wird. Also haut rein, Jungs, bis dann, peace.